Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Grim Dawn. Ich habe eine Folge ohne zu sterben überlebt. Ich bin ja schon fast stolz auf mich nach dem letzten Mal. Und vielleicht hat sich der eine oder andere gesagt, yay, endlich gibt es auf. Naja, so schnell nicht. Eher würde ich echt eine Pause einlegen und sagen, okay Leute, ich muss nochmal grinden, ich muss nochmal umbauen, was auch immer. Aber ganz ehrlich, das Spiel macht mir so viel Spaß und ich habe auch wirklich vor, es gibt ja so eine Mod, die ich noch unbedingt spielen will. Also Grim Dawn ist für mich echt, ja, aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Ich hätte jetzt mal gesagt, das Beste, das stimmt so nicht. Es ist immer die Frage, was will ich spielen, welche Art von Action-RPG. Hallo, was ist hier los? Muss man eben kurz gucken. Alter, dieser Blitzscheiß, den du da gemacht hast, den musst du auch nicht tausendmal machen. Echt jetzt nicht. Kann ich nicht... Autsch, kann ich nicht witzig finden, Freunde. Nicht lustig, Freunde. So einen Scheiß lassen wir mal. So. Vor allen Dingen immer dieses komische Nachtreten, wenn sie da irgendwelche Sachen auf dem Boden machen. Nicht lustig. Wo war ich stehen geblieben? Ja, nee, so schnell hätte ich jetzt nicht aufgegeben, auch wenn ich das am Freitag echt... Also, nein, am Freitag war das... Die Folge habe ich ja deutlich früher aufgenommen. Aber in der Freitagsfolge war das wirklich so ein Gedanke, wie die am Freitag rauskam. War das echt so ein Gedanke zu sagen, leck mich alle am Arsch, ich habe keinen Bock mehr. Weil es ist halt schon auch echt frustrierend, weil du denkst, ey, das funktioniert cool, da hast du jetzt auch eine Woche oder ich weiß gar nicht, wie lange ich da rumgegrindet hatte, um auch die Items, die ich jetzt überhaupt benutze, zu haben. Zu basteln und hier auszuprobieren. Oh, du bist ein Bossiger, was? Eindeutig bist du ein Bossiger, aber du bist auch gleich relativ schnell tot, Arschloch. Na komm. Ist gut jetzt. Wir wollen nicht mehr. Ja, genau. Also von der Warte her gesehen, hätte ich jetzt auch nicht so schnell aufgegeben. Und ich weiß deutlich, wie es jetzt hier weitergeht. Ob das jetzt Zufall war, dass wir die Folge ohne Tod überstanden. Oh, Freundchen. Du darfst dich mal eben verpissen, finde ich. Achso, ich dachte, das wäre jetzt was richtig Fieses. Jetzt weiß ich aber nicht. Ich hatte gesehen, da können wir entweder hin oder da. Ich weiß nicht, was hier richtig ist. Ich gehe jetzt doch erstmal da unten lang. Ich habe sogar die Uhr eingestellt. Also den Counter. Damit ich sehe, wie lange die Folge schon geht. Ich vergesse das ja andauernd. Ne? Ich meine, ich bin halt auch nicht mehr der Jüngste. Da kann das schon mal vorkommen, dass man auch mal was vergisst. So, hier geht's hoch. Ja, dann schauen wir mal. Ich gehe jetzt erstmal hier oben lang. Da ist zu. Also von daher, der Weg war umsonst. Ich habe mir gerade eben noch ein Gläschen Whisky eingegönnt. Ich bin ja so ein kleiner Whisky-Genießer. Gin Tonic und Whisky sind so, wenn ich Alkohol trinke, meine Lieblingsgetränke. Ein schöner Artberg. Kann ich nur empfehlen, wer es so ein bisschen rauchig macht. Prösterchen. Ja, wie gesagt, ab dem 19. dann auf meinem Kanal... definitiv Stream von Last of Us. Wer Bock hat, das mit mir zu gucken oder mich dabei zu sehen, wie ich es wahrscheinlich auch häufig verkacken werde. Hallo Freunde. Ihr kennt mich. Ich bin A, kein Gamepad-Virtuose. B, jetzt nicht der mega super, ich krieg alles sofort hin Spieler. Bei Vibe nicht. Die, die mich länger schauen, wissen das ja und wissen auch, dass ich mich herrlichst dabei aufregen kann. Aber ich freue mich trotzdem unfassbar auf das Spiel. Ich habe den ersten Teil von Last of Us auch geliebt. Wirklich geliebt. Weil ich liebe ja so storybasierende Spiele. Was weiß ich. Die Macher von, also Naughty Dog hat ja auch Nathan Drake hier Uncharted gemacht. Fand ich so klasse Spiele. Natürlich sind die relativ filmisch umgesetzt. Das muss man mögen, aber ich mag sie erzählen die Geschichten so gut und ich habe mich jetzt auch kein Stück gespoilert. Hab das auch nicht vor. Ich freue mich einfach auf das Spiel. Und wer Lust hat, gerne, wir sind hier auf jeden Fall richtig, kann mich gerne dabei begleiten. Ich glaube, der 19. ist ein Freitag oder ein Donnerstag auf jeden Fall, werde ich an dem Abend streamen. Da bin ich mir relativ sicher. Ist ja leider verschoben worden. Und dann die ganze Scheiße mit den
Minuten mit der Geschichte von wegen das Leaks und lalala und hast du nicht gesehen. Aber trotzdem, wer Lust hat, ich freue mich über jeden Zuschauer, werde ich auf YouTube, auf Twitch ist das bessere Stream für viele. Ich persönlich sage jetzt mal so, ich habe in letzter Zeit, ab früher war das so, dass ich bei YouTube auch echt ernsthafte Probleme hatte beim Streamen, die dann so aussahen, dass ich dauernd Lags hatte und einen Delay, der war widerlich. Aber ich muss sagen, das ist vorbei in letzter Zeit. Zumindest war es in letzter Zeit so. Ich habe jetzt, wie gesagt, ganz viel Final Fantasy gestreamt. Und das hat wirklich gut funktioniert. Also einmal hatte ich das Problem an einem Abend, dass ich dann wirklich auf 720p runterschalten musste. Ich streame ja, was ist das? Konnte ich noch aufnehmen? Ich streame ja immer in 1080p. Also hier PlayStation 4 spiele ich hier bei mir am Rechner. Die ist dann über eine Videochipkarte verbunden mit dem Rechner und dann auf dem 4K-Monitor. Allerdings streamen tue ich dann halt einfach in 1080p. Alles andere wäre maßlos übertrieben. YouTube streamt das zwar, aber ganz ehrlich, ich habe eine 100 Mbit-Leitung mit 40 Mbit Upload, aber ich bin mir nicht mal sicher, ob das... Du kannst die Fresse halten. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das ausreichen würde, um das in einer vernünftigen, ruckelfreien Qualität zu streamen. Da bin ich mir nicht wirklich sicher. Wie auch immer, wenn ihr Lust habt oder hättet, freue ich mich, wenn ihr dabei seid. Das mal nur so nebenbei. Ich mache heute so irgendwie Werbesession. Erst in der letzten Folge mal zu meinem Podcast oder zu dem Podcast von Herrn Alt und Herrn Grau. Wobei ich ja alt bin. Herr Grau ist ja noch ein paar Jährchen jünger wie ich. Hat aber mindestens so graue Haare wie ich. Ja, so grau sind meine gar nicht. Für mein Alter. Ja, ansonsten Grim Dawn wird egal, wie es kommt. Egal, ob ich es jetzt wieder verkacke oder wie auch immer. Freundchen. Du bist also hier und vor allen Dingen bist du ein Livesauger, glaube ich, so wie ich das gerade eben gesehen habe. Na, dann wollen wir mal, Freundchen. Du machst ganz schön Aua, Freundchen. Nein, ich wusste es, ich hätte nicht sagen sollen. Ich hab's geahnt, habe ich's. Leck mich fett. Ich hab den fast down gehabt, den Arsch. Das nervt mich jetzt ja richtig. Der hat doch die ganze Zeit nicht so viel Schaden gemacht, dass es mir so weh getan hat, wie es dann jetzt in der letzten Sekunde wehgetan. Naja, ich kann es nicht ändern, Leute. Ist so... was soll ich sagen? Bin gerade frustriert. Die Musik ist mir eigentlich hier einfach viel zu nett. So heile weltmäßig. Kann ich also gar nicht drauf. So, wir müssen da, glaube ich, rein. Lalala. Ich glaube, wir müssen da rein. Da hoch. Vielleicht sollte ich diesmal auch ein Portal aufmachen. Nicht, dass das wieder so einer ist, wo ihr mich jetzt in einer Tour sterben seht. Das würde ich jetzt mal richtig kacke finden. 106 und lila ist natürlich schon nicht ohne. Ganz klar. Aber auch nicht so, dass ich sagen würde, geht gar nicht. Vor allem, ich habe ja gesehen, wo... Ach, hau ab. Ich hasse die... Hau ab hier. Ich hasse diese Dinger, vor allem, weil du nichts gegen sie tun kannst. Das ist das Nervigste an diesen Scheißdingern. Wo muss ich überhaupt lang hier? Ich hasse Malmus. Malmus ist Kacke. Keine Sau weiß, wo er da lang muss. Jetzt haben wir wieder dieses komische grüne Ding da und das ist auch schon wieder weg. Ach, weiß doch keiner. Ich glaube, ich muss hier wieder hoch. Ja, so war das, glaube ich. Oder? Hä, wo bin ich jetzt hier? So, la 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 la. Ah, da ist man einen kleinen Moment unkonzentriert, so wie ich es gerade eben war beim Schnacken. Hallo, gehst du da jetzt mal hoch? Alter, mach mich nicht sauer. Da wieder runter und dann hier wieder durch. Dann hier rein. Dabei lief es bis eben so gut, bis zu diesem Arsch. Na gut,
M. So. Ja, wie gesagt, ich würde versuchen, jetzt die Folgen für nächste Woche aufzunehmen, heute Abend. Weil hier am Wochenende echt noch so ein bisschen was vorhabe. Ich hatte mir für mein Mikrofon-Setup hatte ich mir jetzt... Also ich habe ja das Shure SM7B, wer sich so ein bisschen mit Mikros auskennt. Was willst du denn? Dir geht's doch wohl auch zu gut, ne? Shure SM7B, was ja auch wirklich ein sehr gutes, schönes Mikro ist. Wo ich auch sehr zufrieden mit bin. Und Motu M4 Interface. Und da hängt ein Behringer Vorverstärker und ein DBX 166 XL davor. Dieser DBX ist ein, ja, Noise Gate hat der, wer sich so ein bisschen auskennt. Im Prinzip sagt, kann ich über ein Noise Gate verhindern, dass bestimmte Geräusche ins Mikrofon dringen oder weitergegeben werden. Dann ist da ein Kompressor dabei, der die Stimme auch ein bisschen beeinflusst, dass man nicht so, also dass man so ein bisschen, dass die Stimme so ein bisschen gleichförmig ist und so weiter und so fort. Und da habe ich mir jetzt, weil mein Röhren-V-Verstärker vom Mikro gerade dabei ist, den Geist aufzugeben, was ich nicht sehr nett von ihm finde, aber es ist so, habe ich mir gesagt, okay, dann brauchst du einen neuen Verstärker, und habe ich geguckt und dann habe ich gesehen, okay, das, der Nachfolger von meinem DBX 166, der Mikrofon-Vorverstärker und so ein, ja, Soundprozessor in einem ist, den gibt es, gab es jetzt für 139 Euro. Da habe ich mir gesagt, okay, da machst du nichts mit falsch. Habe auch nochmal ein paar Tests dazu gelesen. Und ja, den will ich am Samstag anschließen. Der muss auch noch eingepegelt werden, eingestellt werden. Das wird auch sicherlich so 2-3 Stunden, bis ich ihn dann so habe, wie ich ihn haben will. Das dauert halt einen Moment. Und ja, von daher ist am Wochenende auch noch ein bisschen was zu tun für mich. Und aus der Warte her gesehen bin ich, habe ich mir gesagt, nimmst du heute Abend auf. Sollte ich dann so gegen 21 Uhr mit fertig sein, dann tüdel ich noch so ein bisschen rum. Ein bisschen YouTube gucken. Vielleicht noch einen Podcast hören. Und dann geht es schon aufs Wochenende zu. Wochenende war ja kurz, weil ich ja, oder Woche war ja kurz. Ach, da bin ich gestorben. Na, ein Träumchen. Ich mach mal hier ein Portal auf. So. Jetzt bin ich mal ruhig. Ich muss den Arsch erstmal wieder suchen hier. Wo ist er jetzt? Ah, da ist er ja wieder. Da ist der Penner. Scheiße, ich hab ihn nicht mehr im Ziel. Das ist blöd. Ich muss weg. Da sieht zumindest... Oh, nein, der verfolgt mich weiter. So, danke. Uiuiuiuiui. Und ich war so blöd. Leute, warum sagt mir denn keiner was? Ich hatte überhaupt gar nicht die Buffs aktiviert. Das war auch wieder... da fehlt ein Buff. Irgendeiner fehlt. Der ist da. Der ist nicht da. Alter, willst du mich mal gerne haben? Penner. So, jetzt können wir nochmal. Freunde der Nacht. So, Penner. Was für ein Arschloch. Stiefel? Ja, sieht so aus. Eiserner Wille, Manius Wille, Kalestos Rune, was auch immer. Aber jetzt habe ich langsam hier ein kleines Problem. Na, die müsste ich eigentlich noch reinkriegen hier. Ich dachte schon, ich werde hier schon wieder... Ich könnte mir nochmal eben, obwohl das kompletter Nonsens ist, weil ich mache ja eh keine EPs mehr. Aber ich kann auch jetzt nicht einfach so meine Leiche hier liegen lassen. Das geht ja nicht. So, ihr Lieben. Dann soll es das für heute gewesen sein. Die Viertelstunde ist Fülle. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich dachte schon wieder, es wird sterben ohne Ende. Ist es zum Glück nicht geworden. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.